Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Mit mir dem Mann gleich. So, was ist denn das da oben? Waschbär aka Herr Glee. Ich. Die hat der Herr sofort da reingesetzt. 80 Angriff, 130 Leben, 17 Punch. Hätte er vielleicht besser ein wenig motivieren genommen. Und Cripple All. Ja, finde ich mega cool. Geile Aktion. Wenn irgendjemand von euch auch so eine Karte für mich macht oder machen möchte, die ich dann da oben einblenden soll, könnt ihr das gerne tun. Schickt mir dann einfach mal oder schreibt einfach mal einen Link unten in die Kommentare rein, dann gucke ich mir das an. Und wenn die Karte cool ist oder ja. Dann packe ich die da rein. So. Also, jetzt kommen wir zum ersten Kommentar von Tom, der Fan. Ich feiere deine Videos sehr. Vielen, 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 vielen Dank, Tom, der Fan. Dankeschön. Freut mich riesig. Da weiß ich wenigstens, dass es Sinn macht, dass ich das tue. So. Welche ist deine Lieblingsmythic? Dr. Zoidberg. Dr. Zoidberg ist meine Lieblingsmythic. Die will ich haben. Ich will sie haben. Jetzt sofort. Gleich hier. Ja, will sie haben. Ja. So. Und dann gehen wir mal hier rein. Oh, da haben wir einen Bullock. Mythic Bullock. Jetzt in Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Eine der wenigen Möglichkeiten, an diese Mythic ranzukommen. So, dann gucken wir mal hier. Hier haben wir das Mythic Farnsworth Pack. Oh Gott, es ist echt schon spät. So, Professor Farnsworth als Mythic Cats, Queen of Cats Terrors, Bandit und Dr. Amy Wong. Coole Box auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier geil einen Hank Hill. Der ist echt mega nice. Schöne Kombos damit, auf jeden Fall. Hier nach wie vor die King Teagle Box mit mir. Da bin ich. Da guck da. Da. Ja, überall Waschbären. Aha. Oben Waschbär, hier Waschbär, da Waschbär, ich Waschbär, überall Waschbären. Waschbären, Waschbären, Waschbären. Geil. Waschbären for President. Cuddle, Sacrificial, Robert Goat Bandit, Philip J. Fry und Bill Daugherty. Ja, und Bill Daugherty ist natürlich, aktuell absolutes Monster. Pigeon Bill. Oh mein Gott. So, dann haben wir hier die Squirrel Bandit Box. Und da ist er auch schon, der Pigeon Bill. Ja, ist eine mega kranke Combo momentan. Bandit. Knife Wielding Seal, Queen of Cats Terrors, Bill Daugherty und Klaus Heisler. So, ja, auch eine geile Box, bis auf den da. So, also nicht den Bill, sondern den Klaus. Ja, dann kommen wir auch schon zu den aktuellen Kombos von heute. Da haben wir als allererstes Günther. Der ist hier, hier. Da ist er. Der Günther. Da ist der Günther. Wow, der Günther mit dem Professor. Franz. So, was haben wir da? Schild, motivieren. Und Herzen, die mit hinzukommen, wenn eine Combo gespielt wird. Nehmen wir uns mal die Mythic-Version vor mit einer James Woods High School, dann kommt das da raus. Ja, 500 Gems würde ich jetzt nicht unbedingt dafür ausgeben, oder? Also, So, dann. Also, ich auf jeden Fall schon mal nicht. So, dann. Jack, Blower, Bobby ist die nächste Combo. Und ganz ehrlich, ich liebe ja wirklich den Bobby. Ich liebe den Bobby, da gibt's richtig geile Kombos mit. Weniger liebe ich den Jack Blower Bobby. Ich habe die Furzschule für Hochbegabte, ich habe den Bobby. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal den Jack Blower Bobby gespielt habe. Schild und Revanche. Gibt so geile Kombos mit dem Bobby.
Es gibt echt gute Kombos. Auch hier mit der Furzschule für Hochbegabte. Aber das ist mit Sicherheit nicht der Chuck-Blower-Bobby. So, also, das lohnt sich auch nicht. Dann kommen wir jetzt hier hin. Die Gas Class. Oder auf Deutsch der Furzkurs. So. Ja, da bin ich auch reingegangen, in den Furzkurs. Das riecht hier so komisch. So, also, das ist der Furzkurs und da gucken wir. Falsch eingestellt. So, hier. Da ist ja der Furzkurs, die Gas Class. Und ja, ich habe den Eugene Belcher und ich habe die Furzschule für Hochbegabte. Und den Furzkurs. Ja, also, gucken wir mal. Zehnfach motivieren, 14-fach Cripple, 10-mal die Mauer durchbrechen, 16,54, das ist, wenn das Ding hier einmal, so, jetzt gucken wir mal, wenn es maxed out ist, was passiert dann? Dann haben wir 14, 18, 13, 19, 68, irgendwo mittendrin liege ich, weil ich habe den Eugene Belcher nur einmal gefused, aber die Furzschule für Hochbegabte gemaxed. Ich werde mir einmal das Ding holen für 1000 jetzt hier. Definitiv. Weil die Gas Class habe ich auch schon ab und zu mal gespielt. Und wenn man sieht, hier 14-fach motivieren, das ist nicht schlecht, nicht? Dann krippeln wir noch und durchstoßen noch eine Mauer. Also, ich werde mir jetzt einmal, also ich werde jetzt keine dreimal machen, ich werde aber einmal mir das Ding jetzt holen. So, einmal, bam, da ist die Gas Class. Einmal, so, dann kommen wir zum nächsten Combo. Das ist der Baseball Dale. Und der Baseball Dale sieht folgendermaßen aus. Wir haben einen Dale, den es nach wie vor eben nur in der Common-Version gibt. Mit einer Sportkarte. Also eigentlich nur mit der Blurns Ball. Das andere hier, ja, können wir vergessen. Und dann kommt da hinten das da raus und das lohnt sich nicht wirklich. Also die können wir ganz schnell wieder streichen und gehen weiter zur nächsten. Ja, heute gibt es wieder eine. Fünfte Combo. Und da bin ich ganz, 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 das finde ich ganz toll. Das ist ganz toll von euch, dass ihr das gemacht habt. Da haben wir nämlich den Viking Peter. Auf den freue ich mich auch. Und dann schauen wir uns mal den Viking Peter an. Ja, der sieht nämlich folgendermaßen aus. Ich habe den Peter nämlich auch zweimal gemaxt. Ja. Muss aber dazu sagen, muss ganz ehrlich dazu sagen, dass ich aktuell kein Oktoberbräu im Deck habe. Ja, hängt einfach ganz einfach damit zusammen, dass das Ding, also ich habe auch den Viking Peter jetzt einmal als Pre-Combo, dass die Oktober, also dass der Viking Peter oder das Ding halt jetzt nicht unbedingt der First Hitter ist, ja. Wie man hier sieht, selbst wenn ich das Ding jetzt hier maxen würde, maxed out, dann würde eben das dabei rauskommen, dann wäre ich bei 33. Das ist kein First Hit. 33 ist ein Lucky Punch, sage ich mal. Also, wenn ich Glück habe, dann habe ich einen schwachen Gegner da und den kann ich dann damit kaputt machen mit dem ersten Schlag. Aber alles unter 40 hat für mich nichts mit First Hit zu tun. Wenn ich jetzt mir das Ding einmal hole, dann hätte ich an der Stelle 33 plus 3, wären wir bei 36. Dann kommen wir der Sache mit dem First Hit schon etwas näher. Bei 39 dann natürlich nochmal näher. Beziehungsweise, wenn ich den zweimal holen würde, dann würde er. Aufgerundet, dann wäre ich sogar bei 40. Da ich aber die Oktoberbräuchen nur einmal gefused habe und nicht quadfused, komme ich auch wieder nicht auf den Wert. Also, ist auf jeden Fall eine geile Combo.
Und ich werde mir das Combo Recipe holen, weil es ja unter Umständen auch mal für den Siege sinnvoll ist, ja, dass man so eine Drunk-Karte, eine Drunk-Combo im Deck hat, die auch dann ein klein wenig wehtut. Ja, zweimal werde ich mir das Ding jetzt nicht holen, weil sonst müsste ich die definitiv ins Deck jetzt reinpacken. Und das will ich eigentlich nicht unbedingt. Ich bevorzuge tatsächlich. Was ist denn jetzt los? Wo? Hallo? Hallo? Was ist mit meinem Waschi passiert? Er ist eingefroren. He's re-freezed. Ich bevorzuge tatsächlich für den Peter die Pawtucket Patriot Ale als Drunken Karte. Ich möchte nicht mehr als diese eine Drunken Karte drin haben. Warum die Pawtucket Patriot Ale? Weil sie einfach im Notfall einiges kaputt macht. Das würde ein Viking Peter nicht schaffen. Also der Drunk Peter ist für mich eine absolute Notfallkarte, wenn ich irgendwas habe, was da mit einem Mäuerchen daherkommt und eventuell extrem gefährlich wird, dann möchte ich gerne mit dem Drunk Peter da durchhämmern und mein tödliches Gas einsetzen. So, deswegen ist die Oktoberbräu für mich jetzt nicht die erste Wahl. Aber trotzdem, jetzt habe ich lange rumgelabert und habe euch erklärt, warum, wieso, weshalb, was ist das Besondere an der Karte oder an der Combo und was macht Sinn oder was macht nicht Sinn, warum. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall einmal das Ding holen. Jetzt ist er schon wieder. Wie sieht denn der aus? Standbild. So, jetzt werde ich mir das Ding einmal holen. Viking Peter. Zack. Und dann habe ich die schon einmal. Und das war's dann erstmal. Also mehr gebe ich jetzt nicht dafür aus, weil es wird mir dann sonst zu teuer. Weil jetzt kostet es 1500, danach kostet es 2000. Und das dafür, dass ich sie wahrscheinlich gar nicht ins Deck reinpacke, ist mir zu schade. Wer sie allerdings hat und jetzt nicht unbedingt jetzt andere mega starke First-Hitter oder so im Deck hat. Der Viking Peter ist gut. Definitiv gut. Und dann holt euch das Ding hier, weil die ist echt nice, ja. So, wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, oder einfach nur gefallen hat, oder einfach nur geholfen hat, oder wie auch immer, keine Ahnung, oder wenn es euch auch nicht gefallen hat, und was weiß ich, und wenn ihr sagt, der Waschbär da oben sieht viel geiler aus als ich, oder keine Ahnung, macht einfach mal. Wie war das? Was hat der Herr sofort gemacht hier? Das geht bei mir jetzt gerade nicht. Das ist hier nicht drin. So, das mit dem Daumen nach oben, das muss ich, da muss ich nochmal. Also, okay, dann halt ohne Animation. Daumen nach oben. Also, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ja, und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn. Ah, nee, 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 da ist es, da ist es, da ist es. Hä? Wo ist es? Wo hat er es denn hin? Was? Was? Da! Abonniert den Kanal! Läutet die Glocke! Da, 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 da! Habt ihr es gesehen? Jetzt muss ich mal gucken. Warte mal, war. Ist das hier? Da! Like! Jawohl, er hat's doch gemacht! Habt ihr es gesehen da rechts auf der Seite? Geil! Warte mal, ich war noch, ich war noch. Und da kommt's! Like! Jawohl! Geil! Hat er cool gemacht. So, ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Jetzt ist der Rumble rum und der ein oder andere hat es vielleicht auch mitbekommen, wie wir uns platziert haben. Das erste Mal seit langem, seitdem dieser neue Rumble-Algorithmus rausgekommen ist, haben wir es mal wieder geschafft, in die Top 100 zu kommen. Ich freue mich riesig. So, ja. Also, Rumble ist vorbei. Jetzt kommen wieder die anderen Videos und Pack Openings und so weiter. Jetzt geht's wieder zur Sache. Es war jetzt alles mega stressig gewesen. Aber jetzt freue ich mich drauf. Jetzt geht's wieder weiter mit normalen Videos. Also, macht's gut, bis dann und tschüss.